Ich glaube, ich habe schon seit langem keinen Vortrag mehr gehabt mit so wenigen Folien. Was ich Ihnen heute näher bringen möchte, damit Sie Suizidalität besser verstehen können, ist als erstes die Psychologik der Suizidalität und dann, wie funktioniert das eigentlich? Was passiert genau bei einem Menschen, der suizidal ist und dann einen Suizidversuch macht? Wie sieht man das, wie kann man das von außen sehen, was erkennt man und was läuft in den Menschen eigentlich ab? Eins gebe ich Ihnen schon mal mit, es ist egal, ob man Profi oder Angehöriger ist. Wir werden nie alle Suizide verhindern können. Aber einen großen Teil wird man tatsächlich durch richtige Hilfe am richtigen Ort verhindern können. Es kommt aber häufig vor, dass dann doch ein Unglück geschieht und man sich sagt, ach, hätte ich doch was anderes machen können. Das geht uns Profis so, es geht aber auch den Angehörigen so. Und deswegen, all das, was Sie heute Abend hier hören, kann dazu dienen, dass die Chance größer wird, dass Menschen geholfen wird, aber wir können noch so gut sein, wir werden es nie komplett schaffen. Ich könnte Ihnen zum Thema Suizidalität und der Psychologik ein unglaublich großes Schaubild zeigen mit bestimmt 25 Kästchen, wo alles miteinander kommt, aber das hilft nicht, da würden Sie nichts mitnehmen. Und aus diesem Grunde finde ich, um die Psychologik des Suizidversuches zu verstehen, das Suizidmodell von Joyner wirklich sehr brauchbar. Thomas Joyner ist ein amerikanischer Psychotherapeut, Psychologe, geht davon aus, dass man überhaupt erstmal eine Fähigkeit haben muss, dass das orangene Feld, eine Fähigkeit zum Suizid. Wir haben eben gesehen, dass circa 2/3 aller depressiven Menschen irgendwann suizidal werden. Das heißt aber auch, dass 1/3 das nie wird. Das heißt, es gibt Menschen, die können noch so depressiv werden, sie werden trotzdem nicht suizidal. Insgesamt in der Bevölkerung wird es wahrscheinlich so sein, dass nur ungefähr die Hälfte überhaupt irgendwie in die Nähe von Suizid kommen kann. Wenn man Menschen fragt, haben sie je daran gedacht, sich das Leben zu nehmen, wirklich ernsthaft daran gedacht, wird man bei etwa nur der Hälfte ein Ja-Wort bekommen. Und die anderen werden sagen, gibt's bei mir nicht. Und es steht aber erworbene Fähigkeit zum Suizid. Jetzt ist es so, dass man das kann oder nicht kann, aber diejenigen, die sich quasi nicht das Leben nehmen können, einige von denen können es quasi lernen. Und wir wissen, dass dass es Dinge gibt, die diese Fähigkeit quasi leider steigern. Und das sind zum Beispiel Traumata. Menschen, die sehr viel Psychotraumata erlebt haben, körperliche Traumata, die dem Tod in gewisser Weise nahe oder der Schädigung nahe gewesen sind, die, bei denen sinkt die Schwelle, dass es doch mal passiert. Die Anzahl der Traumata korreliert, also hängt zusammen mit der Gefahr, wirklich einen Suizidversuch zu begehen. Das ist direkter Zusammenhang. Das ist auch die Anzahl, die das macht. Wir wissen aber auch, dass diejenigen, die einen Suizidversuch machen, den dann überleben, eine deutlich erhöhte Chance haben, später an einem Suizid zu versterben. Und dass jeder Suizidversuch die Chance weiter leicht erhöht. Etwa 1%, jetzt Männer und Frauen zusammengenommen, hier in der Schweiz, suizidieren sich. Wenn man einen Suizidversuch gemacht hat, dann erhöht sich die Chance um 40% von diesem 1%. Das heißt, es wächst dann quasi auf 1,4%. Das heißt, es ist eine Erhöhung, aber es ist auch nicht so eine Riesenerhöhung, bevölkerungstechnisch gesehen. Das ist die erworbene Fähigkeit zum Suizid. Ein Teil hat man, ein Teil gewinnt man manchmal dazu. Und das ist quasi wie die Voraussetzung. Und dann sind zwei psychologische Faktoren, die immer wieder sich herausgestellt haben, dass die wichtig sind. Das erste ist die Last für sich selbst und andere. Das ist bei depressiven Patienten, ist das eben auch die Symptomlast. Ich halte es nicht mehr aus. Depression tut ja fast weh, wenn sie ausgeprägt ist. Aber auch das Gefühl, ich falle anderen zur Last, ist häufig eine Motivation, wirklich einen Suizidversuch zu machen. Das heißt, so ein Satz wie,
ach, es wäre für die anderen doch besser, wäre ich tot, lässt uns Therapeuten wirklich aufhorchen. Das ist ein Zeichen, dass quasi diese Psychologie, diese Psychologik gerade angeschaltet wird. Der zweite psychologische Faktor ist die verhinderte Dazugehörigkeit. Früher hat man das als Einsamkeit oder Alleinsein gesehen und dann eigentlich gemerkt, nee, es ist noch ein bisschen was anders. Verhinderte Dazugehörigkeit ist tatsächlich, passt besser. Wir wissen, dass die Menschen, die einen Suizidversuch machen, in meisten Fällen, kommen da gleich noch drauf, irgendeine psychiatrische Problematik haben, irgendein Problem haben und dass es dann aber meist einen Auslöser gibt. Das werden Sie gleich nochmal hören. Aber das Besondere ist jetzt hier, dass es der Auslöser in den allermeisten Fällen ein Auslöser ist, der mit anderen Menschen zusammenhängt, also ein interpersoneller Auslöser. Und das ist natürlich auch sehr altersunterschiedlich. Bei jungen Menschen, Jugendlichen, ist das so etwas wie die erste Liebe, die einen verlassen hat. Bei im mittleren Alter ist das häufig so etwas wie der Streit mit dem Partner, das Gefühl, den Partner nicht mehr zu haben, die Trennung vom Partner, das Gefühl, dass der Partner fremd geht oder es auch wirklich tut. Also irgendetwas Zwischenmenschliches, was dazu führt, dass man zu einem System nicht mehr dazugehört. Bei älteren Menschen, hören wir gleich auch noch ein Referat, ist einer der größten Risikofaktoren, dass man den anderen Partner durch Tod verloren hat. Das heißt, Witwer, Witwen haben ein unglaublich hohes Risiko, in der nächsten Zeit nach dem Tod auch wirklich dann selbst Suizid zu begehen. Verhinderte Dazugehörigkeit kann aber auch sein, dass man zum Beispiel den Arbeitsplatz verliert, also gekündigt wird, arbeitslos wird. Dann hat man auch das Gefühl, ich gehöre nicht mehr dazu. Und dann springt dieser Faktor an und dann ist die Gefahr da, dass Suizidalität entsteht. Sie haben in den Medien bestimmt schon öfter gehört, dass Manager ihren Job verloren haben und dann anschließend sich das Leben genommen haben. Das ist auch, ein Manager arbeitet und arbeitet und arbeitet, Familie kommt häufig sehr weit hinten leider. Und wenn dann quasi dieses Leben verloren wird und er nicht mehr dazugehört, dann ist die Gefahr groß, dass dann eben Suizidalität anspringt. Im Übrigen sind Manager nicht mehr gefährdet für Suizid als andere Berufskreise. Es gibt einige Berufe, die tatsächlich ein erhöhtes Risiko haben, aber Manager sind es eigentlich eben nicht. Das ist die Psychologie des Suizidversuches. Man muss die Fähigkeit haben, man muss eine Symptomlast haben, sich selbst als Last erleben und die verhinderte Dazugehörigkeit, ein Alleinsein. Ich möchte Ihnen jetzt als nächstes mal näher bringen, was passiert eigentlich beim Suizidversuch, weil das auch wichtig ist, um Suizide zu erkennen oder auch Suizide zu verhindern. Als erstes ist eine präsuizidale Phase. In meisten Fällen ist das in irgendeiner Weise etwas, wo es dem Menschen schon schlecht geht. Das kann eine Depression sein, die da ist, kann aber auch sein, dass es dem Menschen einfach schlecht geht, ohne dass die Kriterien, die wir vorhin gesehen haben, für Depression erfüllt sind. Es kann aber auch eine andere psychiatrische Erkrankung sein. Irgendetwas, was den Menschen schwächt, das ist die präsuizidale Phase. Dann kommt die Mental Pain Phase, also mentaler Schmerz. Hier ist dann das, was ich vorhin schon berichtet habe, meist im Interpersonellen passiert irgendetwas, was den Menschen aus der Bahn wirft. Eben verlassen werden, all diese Dinge, die ich gerade schon aufgezählt habe, das sind die Dinge, die einen dann aus der Bahn werfen. Das Besondere bei der Mental Pain Phase ist, dass man eigentlich kein Psychologiestudium braucht, um zu erkennen, dass es diesen Menschen in der Mental Pain Phase schlecht geht. Die sind wie schmerzverzerrt, sind zusammengekauert, denen geht es nicht gut und die kämpfen. Das Besondere ist, ich mache hier einen kleinen Sprung. Stellen Sie sich mal vor, Sie buchen eine Reise. Diese Reise geht nach Kreta und dazu geht man in ein Reisebüro, wenn man es noch so klassisch macht, und bucht diese Reise und tritt sie dann einen Monat später an. Stellen Sie sich das mal vor. Wann freuen Sie sich
am meisten? Das ist ein interaktiver Vortrag, Sie müssen abstimmen. Freuen sich dann, wenn Sie die Reise buchen oder dann, wenn Sie die Reise antreten. Machen wir hier mal einen Publikumstest. Wer freut sich, wenn er die Reise bucht? Wer freut sich, wenn er die Reise antritt? Das ist etwa ein Drittel, zwei Drittel. Unsere Profis freuen sich vor allen Dingen, wenn die Reise angetreten wird. Wahrscheinlich arbeiten die alle so viel, aber das erklären wir dann hinterher. Aber das Besondere hierbei ist, dass doch sehr viele Menschen eigentlich in dem Moment, wo sie die Reise buchen, sich freuen. Das heißt, die Emotionsumkehr von, naja, zu super, findet dann ab, wenn die Reise gebucht wird. Bei Suizidalen ist das leider sehr ähnlich. In dem Moment, wo sie die Reise buchen, die geht hier leider nur ins Jenseits, in dem Moment schwingt die Emotion um. Das heißt, sie haben die vermeintliche Lösung gefunden für ihr Problem. In der Mental Pain Phase gibt es für die Menschen, die da drin sind, kein Vorn und Hinten, kein Rechts und kein Links. Damit meine ich, sie können nicht sehen, was könnte noch alles Schönes kommen. Sie können nicht sehen, was ist alles eigentlich schon Schönes in meinem Leben gewesen, davon kann ich zehren. Das sehen sie nicht. Sie sehen auch nicht rechts und links, das heißt, in diesem Moment sehen sie auch die Angehörigen nicht, die Freunde, diejenigen, die sie zurücklassen, all das ist in dem Moment weg. In dem Moment, wo aber die Suizidhandlungsphase beginnt, wo die Entscheidung kommt, ich buche meine Reise ins Jenseits, ist quasi die Hoffnung wieder da, das Leid wird besser. Und in diesem Moment sind Suizidale kaum noch zu erkennen. Und das ist das Besondere. Wir hören in psychiatrischen Kliniken, kommt es leider immer wieder vor, dass Patienten gehen und sich dann außerhalb der Klinik suizidieren. Und wir hören dann immer wieder, dass die Pflegenden, die sind oft die Letzten, die die Patienten gesehen haben, sagen, komisch, ich hätte nie gedacht, dass der sich das Leben nimmt. Der sah so entspannt, der sah so glücklich aus. Vorher ging es dem so schlecht. Und genau diese Umkehr von dem Menschen geht es schlecht, zu ihm geht es gut, ist tatsächlich eine gefährliche Umkehr. Wie sind denn diese Menschen in dieser Phase, in der Suizidhandlungsphase? Um das überhaupt machen zu können, muss eine Art Autopilot anlaufen. Sie wirken entspannt auf den ersten Blick, aber wenn man mit ihnen in Kontakt tritt, kriegt man kaum einen Augenkontakt hin. Sie gucken weg, wenn man sie fragt, was machst du, kommen sehr unbestimmte Smalltalk-Antworten, ich weiß nicht, mal gucken, ich gehe in die Stadt, nach Hause, Briefkasten leeren, mal gucken, was so kommt. Und Smalltalk ist problemlos möglich. Aber so richtig Gespräche sind dann für diese Menschen schwierig, weil die eigentlich in ihrem Film drin sind und laufen. Das ist die Suizidhandlungsphase. Vor einiger Zeit habe ich noch gedacht, das wär's, dann kommt der Suizidversuch, bis aufgefallen ist, dass dann tatsächlich nochmal was Neues kommt. Nicht bei allen, aber doch bei sehr vielen. Und zwar kommt dann, wir nennen das eine finale Ambivalenzphase. Das heißt, am Ende kommt es dann doch nochmal zu der Frage, soll ich oder soll ich nicht? Bei denjenigen, die von einer Brücke springen, sehen wir ganz häufig, dass die ganz lange sich auf der Brücke bewegen. Bei denjenigen, die den Zugsuizid wählen, sehen wir, dass die am Ende des Perrons stehen, abseits von allen, wo sie keine Kommunikation haben, und die ersten Züge durchfahren lassen. Ich habe eine Patientin gehabt, die hat einen Suizidversuch gemacht und wollte vor den Zug gehen. Sehr junge Frau, ist auf die Gleise gegangen und ist wieder runtergegangen und hat den nächsten Zug durchfahren lassen. Ist dann wieder auf die Gleise gegangen und ist dann von jemand Dritten gerettet worden. Und sie sagte dann, ich habe sie gefragt, und wären Sie auch wieder vom Gleis runtergegangen? Und sie sagte, diesmal nicht, diesmal wäre ich dort an der Stelle geblieben und ich wäre überfahren worden. Nur weil sie von Dritten gerettet worden ist, hat sie eigentlich überlebt. Und das ist genau der Punkt. Die finale Ambivalenzphase findet häufig am Ort statt, wo das Ganze stattfindet. Und das ist natürlich bei der Schusswaffe eine etwas schwierige Sache, weil da gibt es dann häufig niemanden, der noch helfen kann. Aber bei Medikamenten, kommt dann häufig auch nochmal, kommt zu der Situation, dass nochmal Angehörige angerufen werden.
Auf der Brücke kommt es dazu, dass sie an der Brücke stehen und auffällig an der Brücke stehen, häufig so mit verschränkten Armen. So noch mal, es sieht nochmal nach Mental Pain aus. Das ist die finale Ambivalenzphase. Dann kommt die Handlungsphase, wo wirklich die Handlung ausgeführt wird, der Sprung durchgeführt, was auch immer gemacht wird. Und dann kommt das Aufwachen. Es gibt eine Studie aus den USA von der Golden Gate Bridge, ich zeige dazu jetzt gleich als nächstes ein Video, wo Menschen befragt worden sind, die von der Golden Gate Bridge gesprungen sind und es überlebt haben. Das sind etwa 0,2%. 0,2%. Und die haben, das waren nicht sehr viele, und diese haben berichtet, alle haben berichtet, dass sie während des Sprunges bereut haben, gesprungen zu sein. Und das ist genau das Aufwachen. Emotionen können auch wieder so umschalten. Wir denken ja häufig, dass ein Suizidversuch so ein Bilanzsuizid ist. Nach langem Überlegen hat man sich entschlossen, sich das Leben zu nehmen. Es gibt wirklich einige Studien, die zeigen, dass in dem Moment, dass zwischen ich habe mich entschlossen, mir das Leben zu nehmen und der Patient, der Mensch ist wirklich tot, dass da in 2/3 der Fälle weniger als 12 Stunden liegen. Weniger als 12 Stunden. Das heißt, 2/3 haben das nicht wohl überlegt. Wir gehen davon aus, dass es Bilanzsuizide zwar gibt, aber dass die weniger als 20% ausmachen. Also es ist was Seltenes. Es gibt es ja, aber es ist selten. Und genauso wie das eigentlich relativ schnell kommt, kann es auch beim Suizidversuch wieder schnell verschwinden. Stellen Sie sich vor, der eigentliche Grund für einen Suizidversuch ist tatsächlich der Partner, der einen verlassen hat. In dem Moment ist natürlich der Stressor immer noch da und das ist der Grund, warum Suizidalität letztendlich immer weitergeht. Ich sehe, meine Zeit ist fortgeschritten, möchte Ihnen jetzt das Video zeigen von Kevin Hines. Since 1937, over 2,000 people have died at the Golden Gate Bridge. I feel lucky to be alive every single day. Of the thousands that have died off the Golden Gate Bridge, I am of the 1% who have survived. So I was born on drugs and premature, and then I bounced around from home to home. Nobody wanted to keep me because I was sick, and I got lucky. I landed in the home of Patrick and Deborah Hines. I had a great childhood. I thought, growing up, that everything's gonna be great. And then at 17, it all came crashing down. If you can imagine feeling that everyone around you is out to get you, trying to hurt you, and trying to kill you, and you believe that to be the truth. From the extreme paranoia, I exhibited symptoms of mania. From the mania came the hallucinations, both auditory and visual. And so with that and the bipolar disorder, I just was spiraling out of control. I vividly remember writing my suicide note. People don't get it. Like, I thought I was a burden to everyone who loved me because that's what my brain told me, because that's how powerful your brain is. I got off the bus. I walked slowly down the walkway of the Golden Gate Bridge. You know, people rode by me, drove by me, walked by me. And a woman approached me and she said, "Will you take my picture?" She said thanks and she walked away. It was that moment I just said, nobody cares. The reality was that everybody cared. I just couldn't see it. I ran forward and using my two hands, I catapulted myself into free fall. What I'm about to say is the exact same thing that 19 Golden Gate Bridge jump survivors have also said. The millisecond my hands left the rail, it was an instant regret. And I remember thinking, no one's gonna know that I didn't wanna die. In 4 seconds, I fell 75 miles an hour, 25 stories, and I hit the water. I was in the most physical pain I had ever experienced.
The Coast Guard was amazing. He was just so freaked out that I was alive that he just dove in and brought me on board. The guy said, do you know how many people we pull out of this water that are already dead? And I said, no, and I don't want to know. The guy put his hand on my forehead and said, kid, you're a miracle. My father took one step into the hospital room, and I looked up at him, and I said, Dad, I'm sorry. And he said, no, Kevin, I'm sorry. And if you think about it, both of our immediate reactions were guilt, guilt that didn't belong to either of us. And even though I didn't die, I caused people a great deal of grief and pain. Just the day of my attempt still sits within them today. I asked my father if he still feared my death by suicide. He said, every time the phone goes off, his first inclination is Kevin alive. I had that impact on my dad. So after the jump, the road to recovery was pretty long. I had 7 psych ward stays in the next 11 years. I still have all the symptoms I ever had. Mania, depression, psychosis, hallucinations, all that's still there. I just know how to cope with it and I know how to beat it. I built a support network over these years of treatment so that I wouldn't be fighting this alone. So like, it's okay not to be okay. It's not okay not to ask for someone to back you up. To the families who live with the loss or losses of loved ones, they didn't do that to hurt you or destroy your life. They took their lives because they were struggling and in a great deal of emotional and mental pain. Suicide, mental illness, and addiction are the only diseases that we blame the person for perpetually. But people die from suicide just like they die from any other organ diseased. Today, no matter the pain I'm in, no matter the struggles I experience, I do believe that life is the greatest gift we've ever been given. And if you're suffering mentally, don't wait like I did, sitting in denial for so long. Because recovery happens. I'm living proof. Wenn Sie hingehört haben, haben Sie nahezu alle Phasen wirklich genau gesehen, die ich vorher gesagt habe. Sie haben die Last für sich selbst und andere gehört. Sie haben aber auch das Aufwachen gehört. Und dass, wenn wir Suizidalität erkennen wollen, ist das schwierig. Hier sind 5 Faktoren, ich lese jetzt nicht alle vor. Aber es gibt noch einige mehr. Aber auch wenn wir noch so gut sind, und das ist wirklich mein Take-Home-Message, wir werden nie alle Suizide verhindern können, aber ein paar. Das heißt, wenn man Hilfe leistet als Profi, als Angehöriger, kann man Menschenleben retten, aber es ist nicht zwingend, dass es wirklich erfolgreich ist. Und das, meine Damen und Herren, das, was ich Ihnen heute näher bringen wollte. Herzlichen Dank.